Wir haben die wunderschöne Kirche zum Guten Hirten in Grünheide, eine Sehenswürdigkeit. Und wir haben das neue Orientierungssystem, damit man die Sehenswürdigkeiten findet. Bloß die Grünheider Kirche, die finden Sie da nicht. Da muss der Dorfreporter sofort recherchieren. Freundlicherweise war der Chef vom Ordnungsamt, Herr Bauermeister, spontan zu einem Gespräch bereit. Sie haben mit dem Pfarrer Matloch gesprochen. Ja. Und auf den Hinweis von ihm, dass es nicht da war, haben Sie gesagt, ja, eine Kirche, die ist doch groß genug, die sieht man überall. So etwas sinngemäß. Finden Sie das witzig? Nicht witzig. Also das ist nicht die einzige Aussage, die ich ihm gegenüber getätigt habe. Ich habe gesagt, also er hat mich ja quasi mit dem Problem oder mit dem Fehler erstmal, hat mich darauf aufmerksam gemacht. Also erstens ist wirklich ein Fehler passiert. Ich nenne es jetzt mal so, ich konnte es in dem Moment nicht nachvollziehen. Wie gesagt, er hat mich gestern angesprochen, ich bin gestern quasi erstmal wieder hier gewesen. Ich sage, ich muss erstmal prüfen, woran es lag. Kommt jetzt wieder die Urlaubsausrede? Nein. Sie waren aber im Urlaub. Ja, ich war auch mal außer Haus hier. Okay. Dieses Leitsystem oder Orientierungssystem ist ja ein sehr komplexes Thema. Wir sind heute auch nochmal als Standorte abgefahren. Es ist wirklich so, die Kirche in Kagel ist mit Piktogrammen quasi ausgewiesen, die Kirche Chiemom, die Kirche in Hangelsberg. Leider ist auch die Kirche in Grünheide untergegangen. Also man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass die Gemeinde Grünheide kirchenfeindlich wäre? Nein, auf keinen Fall. Wie gedenken Sie, das, diesen Fehler wieder gut zu machen? Also wir haben uns halt die Standorte angesehen. Wir haben oben auf dem Leitsystem die gelben Schilder mit den Piktogrammen. Dort haben wir auch 4 Standorte heute vermerkt, auf denen nachträglich ein Piktogramm für die Kirche in Grünheide angebracht wird, so dass die Kirche dann in Grünheide auch ausgewiesen ist, so wie es in den anderen Ortsteilen auch erfolgt ist. Wir haben nur ein kleineres Problem noch. Wir haben natürlich auch die Kirchen an den Ortstafeln, an diesen großen Tafeln ausgewiesen in den anderen Ortsteilen. In Grünheide werden wir es nicht hinbekommen, weil wir haben einfach so viele Punkte, die ausgewiesen sind, jetzt auch schon, dass wir einfach auf der Karte ein Platzproblem haben. Sonst haben wir nur Nummern und Piktogramme auf der Karte und wissen gar nicht mehr, wo wir uns befinden. Herr Bauermeister, erstmal bedanke ich mich recht herzlich, dass Sie sich kurzfristig für das Gespräch bereit erklärt haben. Und außerdem, was die anderen Dinge anbelangt, verlassen Sie sich mal auf den Dorfreporter. Vielleicht finden wir da doch noch eine Lösung. Vielen Dank.